News der Woche Nummer 11, die Eröffnung der 27. Filmfestival Türkei Deutschland hat gestartet. Eine Mitternachtveranstaltung endet diesen Monat. Und was ist am 27.03. genau los? Adil Kaya eröffnet das 27. Filmfestival Türkei Deutschland. An darauffolgenden Tagen kann man die Filme im Kulturhaus Nürnberg ansehen und hin und wieder Fragen an die RegisseurInnen stellen. Mit dem Film Zehn Frauen begann dieses Jahr am Freitag, den 10.03.2023, der Eröffnungsfilm. Am kommenden Freitag findet ab 18 Uhr die Kurzfilmwettbewerb statt und einen Tag später am Samstag, den 18. ist dann die Preisverleihung im Cinecittà, wo die KünstlerInnen ausgezeichnet werden. Schaut dann vorbei bei den Kinos, Filme im Kulturhaus Nürnberg. Es sind echt spannende Videos, Eindereihe von und es werden auch coole Filme gezeigt. Auch die Gespräche mit den RegisseurInnen wird jedes Mal von Deutsch auf Türkisch oder von Türkisch auf Deutsch übersetzt. Für jeden ist etwas dabei. Und ich muss sagen, schaut einfach selber mal vorbei. Lohnt sich. Natürlich müsst ihr zu den Filmen immer auch was zahlen. Am besten sind es die Karten online zu kaufen. Schnell möglich, weil die Karten sind aktuell relativ schnell vorüber. Daher, die sind schnell ausverkauft. Am Ende diesen Monat, am 31.03. ist Mitternachtssport in Nürnberg. Was heißt da hier überhaupt? Mitternachtssport, ab 22 Uhr oder 21.30 Uhr geht in Nürnberg die Lichter an und da heißt einmal Disco on A auf dem Eis in der Arena Nürnberger Versicherung. Ich sag einmal, und Sport und Spaß Parcours um Mitternacht in der Innenstadt. Sporthalle Johannes Schara Gymnasium von 14 bis 27 Jahre. Ich bin sehr gespannt, wie der Hall genau wird. Vielleicht werden wir da laufe nächste Woche schon ein kleines Interview hier haben, wie die Stadt Nürnberg genau auch diese Idee bekommen ist. Der Eintritt ist frei. Ihr braucht wahrscheinlich ein bisschen Sportkleidung und dann könnt ihr um Mitternacht ein bisschen Sport treiben. Wie ist es? Habt ihr Bock? Dann schaut vorbei.
Link habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Am 27.03. laut vieler Medienseiten wird wahrscheinlich der Verkehr, der Personalverkehr von Süden lahmgestellt, daher, dass sowohl keine S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Co. nicht fahren würde, weil Verdi Verdi einfach einen Streik an den Tag angekündigt wird, wurde genaueres werde ich mir dann laufe der nächsten Zeit nochmal einholen. Ich hoffe mal, das geht nicht so durcheinander wie beim letzten Mal, weil da sind wirklich da an den Freitag sind einfach mal gar nichts mehr. Da war dann auch alle Bahnhöfe dann auch einfach mal dicht und ja. Und Verdi fordert eben ein bisschen mehr Gehalt, was auch ihr gutes Recht natürlich auch ist. Dass die einfach auch sinnvoll verlohnt werden. Okay, das waren schon wieder die News der Woche. Von dieser Woche, wir sehen uns in einer Woche wieder. Mach gut, bleib gesund. Wir sehen uns, bis dann. Tschüss.